Wir beginnen mit einem Mantra-Gesang. Das Mantra ist Baba Nam Kevalam. Es bedeutet einzig das geliebte, unendliche Bewusstsein. Ich lade euch ein, mitzusingen. Baba Nam Kevalam. So, meine Lieben, jetzt findet die Meditation statt. Meine Lieben, das Signal bekommen wir jetzt von der Bühne. Der Dirk ist an der Kamera. Das können wir uns jetzt reinziehen. Ich gehe mal kurz in den Ü-Wagen zurück und schaue, dass ich gleich nochmal den ein oder anderen Interviewpartner für euch finde. Im Moment geht jetzt die 15-minütige Meditation los. Hier, den kennen wir auch. Den Kollegen kennen wir auch. Hi. Und wie ist es? Ja, super. Ja, seht ihr, meine Lieben, Bernd Beierlein ist auch hier heute wieder. Legendär, sein Kollege haben wir auch schon gerade gesehen. Wie siehst du bisher die Maßnahmen der Polizei? Wie hast du bis heute bisher mitbekommen? Was sind deine Einschätzungen? Ja, also jetzt die letzten Maßnahmen, die waren jetzt mal vielversprechend, hätte ich gesagt. Polizei ist irgendwo auch dazu verpflichtet, wenn Auflagen nicht eingehalten werden, also wenn eine Veranstaltung oder Versammlung einen rechtswidrigen Charakter annimmt, gibt es höchste Rechtsprechung, dass sie auch den Veranstalter unterstützen muss, um wieder zur Rechtmäßigkeit zu gelangen. Das hat sie jetzt gemacht, dass die Flächen ausweitet. Finde ich gut. Also ich glaube schon, dass die Polizei noch kooperiert mit uns. Sehr schön, das sind gute Nachrichten. Das hören wir gerne von Bernd. Ich freue uns auch, dass er mit uns kooperiert. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du da bist. Hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Wir sehen uns. Also, die Polizei macht Hoffnung hier, dass wir vorwärts kommen. Es wird gerade meditiert. Ich gehe jetzt mal zurück in meinen Ü-Wagen und schau mal, ob wir das Signal von der Bühne bekommen. Ein bisschen sauberer. Das Signal von der Bühne. Das Signal von der Bühne. Und Sound. Ja, lass ruhig laufen. Ich bin jetzt wieder aus hier. Meine Lieben, hier sind wir wieder mit Ton. Gerade ist die Meditation auf der Bühne im Gange. Ihr seht gerade die Bilder, die Menschen haben sich verteilt. Wir haben gerade ein, zwei Leute, Bernd Beierlein und so. Ich hoffe, ihr konntet die gut verstehen. Insofern werden wir gleich nochmal rausgehen. Jetzt wird hier gerade meditiert. Wir gucken jetzt gleich nochmal, wie es da weitergeht. Das Signal ist gerade von der Bühne selber. Der Turm, den ihr gerade seht, das ist das große Signal. Ansonsten haben wir natürlich die Studiokamera, zu der ich euch... ich mache jetzt gerade mal hier die Tür ein bisschen weiter zu. Also wie der Bernd Beierlein gerade gesagt hat, wird jetzt die Polizei ein bisschen mehr kooperieren. Das heißt, die haben jetzt angefangen, die Leute sich zerstreuen zu aufgehalten, die nur schrittweise hinkommen. Ihr seht gerade jetzt hier im Übergang, dass die Menschen sich vor den mit Abstand
vor den Videowänden versammeln. Ja? Mal sehen, wie voll es noch wird bis um 15.30 Uhr.